Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie räume ich richtig mein Zimmer auf? Nein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Citadel Forged with Fire. Wie immer mit der Akasha. Und mir, dem Saibo. Ich habe in den letzten Folgen oder in einer der letzten Folgen schon mal das Problem angesprochen, was wir hier haben. Mein Drache ist weg. Mein Bär auch. Schön. Ja, ich habe schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen, dass hier die Struktur, nein, die Pflanzen und Steine und was es nicht alles so gibt, fröhlich durch Strukturen neu spawnen. Das ist, wie man hier sieht, richtig scheiße. Ich meine, klar, es bringt uns zum Anfang dann eines jeden Neu-Connects ohne Schwierigkeiten ein paar Ressourcen ein, aber das ist ja im Grunde nicht das Ziel des Spiels. Nee. So, schön. Ich habe noch den Riesen und ich habe noch diesen da hinten festgebackten Ork, der im Teich steht. Also eigentlich keine Kreatur. Ich habe auch keine mehr. Finde ich das ein bisschen beruhigt? Nee, das beruhigt mich gar nicht. Die Frage ist jetzt, wäre es besser gewesen, wir hätten da gestern noch ein Dach drauf gesetzt? Oder liegt es eventuell an den gespawnten Strukturen hier? Also da waren auf jeden Fall genug Stunden Loyalität drin. Ja, in den Bären auch. Ja, das weiß ich ja. Ach, das ist so traurig. Dieses Spiel hat so viel Potenzial eigentlich. Und wenn man dann immer hier diese... Ja, wie soll man es bezeichnen? Also das mit den in Gebäuden spawnenden Strukturen, das ist ja tatsächlich ein Programmierfehler. Am besten müsste man, weiß nicht, es ist ja eigentlich relativ einfach zu programmieren. Behaupte ich jetzt mal einfach. Man müsste ja noch nicht mal eine hohe Range nehmen. Man würde einfach sagen, so im Umkreis von 10 Pixeln um Gebäudestrukturen herum und dazwischen dürfen keine Ressourcen spawnen. Nee. Das war bei Dark and Light. Hab ich doch gesagt bei Dark. Ich hab Ark verstanden. Das tut mir leid. Ark und Ark, ja. Ist ja im Grunde das gleiche Spiel. Ob gesagt. Ohne Dark End. Das hier. Ohne Dark and Light würde es das Ark, wie wir es kennen, gar nicht geben. Das ist Fakt. Denn Ark basiert auf Dark and Light, aber wir spielen Citadel und das hat ja mit denen eigentlich gar nichts zu tun. Jetzt haben wir hier diesen wunderschönen riesigen Steinstall gebaut. Hatten den Eddie und den Drachen da reingestellt. Nu sind sie weg. B-E-C-H. Jo. Mich würde mal interessieren, wirklich warum. Und man kriegt ja auch nicht irgendwie... Ich habe jetzt nichts gesehen, wo irgendwie eine Meldung wäre oder wo man so einen Log nachlesen könnte, was passiert ist. Da ist noch dringend Nachholbedarf in meinen Augen.
Schade, schade. Ja gut, aber wir wissen, wo es die Drachen gibt. Eigentlich überall auf der Karte, aber wir können es durchaus nochmal ausprobieren. Welche zu zähmen. Wenn sie wenigstens die Sattel dann hier hätten stehen lassen oder sowas, oder... Ach jo. Das ist doch für den Allerwertesten. Falls sich jemand fragt, warum ich hier die ganze Zeit so rumrenne und rumhopse, weil ich es sehr langweilig finde, auf derselben Stelle stehen zu bleiben. Nur um diese Ressourcen hier abzufarmen und um zu demonstrieren, dass die Range für diese Aktion eigentlich relativ hoch ist. Vorne habe ich noch eine schäbige Wurzel gesehen. Okay, die kriegen wir nicht. Vielleicht von außen. Vielleicht ist sie auch einfach generell da. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also was das da vorne ist, das weiß ich auch nicht. Diese leuchtende Kugel, die hier die ganze Zeit hängt. Bei mir hängt keine leuchtende Kugel. Seltsam. Ja, was anderes wird uns ja auch nicht übrig bleiben. Wie schön mittig die Mauer in diesem Baum, durch diesen Baum hindurchgegangen ist. Ist ja schon nahezu spektakulär. Na, der Albrecht ist uns wenigstens treu geblieben. Er kloppt alles, was hier vor der Tür rumrennt. Jo. Kommst hier nicht rein. So. Schauen wir mal. Ich hatte doch hier irgendwo ganz viele Schriften. Hier sind zwei Sattel. Ich hab noch welche. Irgendwo habe ich auch gestern jede Menge. Hier, da. In der letzten Folge. Ja, hier sind überall Schriftrollen noch verteilt und hier stehen auch noch... Hast du das schon hier weggenommen? Den Sack, der hier stand? Stand ein Sack, ne? Ja, da waren noch ungefähr 47 Stück drin. Ich hab nichts weggenommen. Dann sind die tatsächlich wohl auch despawned. Gefällt mir ja überhaupt nicht. Hatte die da nämlich stehen lassen, weil wir einfach nicht genug Platz dafür haben. Ich waffne mich mal mit ein paar Tränken. Zehn Mana sollten ausreichen. Also ich habe jetzt den einen Sattel hier noch drin gelassen, ne? Mhm. Leere Kiste. Ah. Gold. Nur das Gold bleibt mir hold. Im Gegensatz zu dem Drachen. Und zu diesem Teddybären. Denkt der sich denn?
Ja, wenn man, weißt du, wenn man wenigstens eine Todesmeldung hätte oder so, dann wüsste man, na, okay, die sind von irgendwas gefressen worden oder so, oder verhungert, aus Langeweile despawned. Oder keine Ahnung. Oder Zeit ist abgelaufen, aber eigentlich waren da über 60 Stunden Loyalität drin. Keine Ahnung, echt sehr schade. Weiter. Nein, das auch nicht. Hier ist noch mehr von dem Zeug. Crafted. Es ist ja nur ein Gammeltrank. Ja, Tränke. Konstrukt, eine Rune, besser als nichts. So, pass mal auf, dann machen wir das jetzt so. Machen hier einfach nur diese Rohstoffe rein. Und die fertigen Produkte kommen hier rein. So. Das war's dann. Hört da nicht rein. Zack, zack. Tränke, Akashas Loot. Das ist eh mal leer. Ich habe meinen nackten Saibo in die Tasche gepackt. Ja. So, aus bei dir. Kann die Sattel nicht nehmen. Weil du überladen bist. Papier ist sehr schwer. Jo. Ja. Ah, ich kann jetzt sogar auf Stufe 2 herstellen. Ja, ich glaube ich auch. Ja. Ach, Mann, ey. Aber vorher brauchen wir erstmal die Einser auf. Aus Kristalle und kann die nicht nehmen. Kristalle sind in dem Dings hier. Zusammen mit dem Papier. Aber ich kann sie nicht nehmen, weil ich zu überladen bin. Ja, und dann musst du ein paar weglegen. Irgendwas, wo ich es reintun kann. Na hier, dieses, das, da kannst du 1000 Gewicht reinstellen in die Reparaturwerkbank. Haben wir doch 20 Stück von denen. Eigentlich eine gute Idee, ne? Was kostet so ein Ding? Ich schreibe mir ja. Ich habe die gar nicht gelernt. Was denn? Deswegen finde ich das auch nicht. Ja, dieses Reparaturding. Ich mach die mal auf Stufe 2 jetzt, Dinger, ne? Ja. Alle, die du jetzt produzierst, nur noch Stufe 2. Mein Schieberegler hat wieder nicht funktioniert. Wir machen am besten mal wieder eine Party-Party. Was ist denn Toggle LFG? LFG. Mit freundlichen Grüßen. LFG. Lifeform. Irgendwas. Charaktere tauschen sich nämlich aus, wenn man das anklickt. Ich packe die Sattel mal mit hier zu dem einen, der hier ist. Ja, nimm mal die Party gleich an, damit wir uns gleich unterwegs nicht verlieren. Und schicke mir am besten auch eine zurück. Ich weiß zwar nicht, was da Sinn und Zweck von ist, aber es kann ja nicht schaden.
Also ich bin mit dieser Tribe-Bindung und so irgendwie noch nicht so richtig ganz zufrieden, was man hier alles so machen kann. Was ist denn das nur? Ein Anzeigefehler. Wie sie hin und her gewackelt ist. Genau, du kriegst Leben, das tut dir weh. Er ist ein Mettler. Er ist am Headbang. So, wo ist denn? Da. Wohin geht's? Weiß nicht. Ich denke, wir versuchen es da hinten im Gebirge. Auf und davon. Uff. So. Diese sehen sie nix. Kommen wir doch mal weiter. Neue Luftlinie, German Bergways. Bei Mountains müssen. Was? Oh, Schuhe! Ich sehe einen. Aber er ist leider zu weit. Ah! Ja, das gefällt dir nicht, ne? Ja, genau, hier bin ich. Komm, du bist böse. Da hinten ist ja noch ein Kumpel mitgebracht, ja? Ja, ja. Kotz dich erstmal so richtig aus. Oh, oh. Mana fast alle, habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, ja. Ein machst du das. Wupp dich nur ordentlich aus. Ich habe keine Ahnung, warum mir das so wenig Damage macht, aber ich bin ganz zufrieden damit. Ja, ja. So. Drache, komm her. Wo ist er? Komm. Du sollst mir folgen und nichts tun. Komm. Wer ist ein braver Junge? So. Dann schauen wir doch mal.
Solange du deine Loyalität aufrechterhalten kannst. Falls jemand die letzten Folgen nicht gesehen hat, ich ziehe die alle einzeln rüber, weil wenn ich den ganzen Stack nehme, nimmt er nur eins und drei bleiben im Inventar, ohne dass sie verbraucht werden. So werden die alle direkt verbraucht. Schau sofort. Da ist er doch, direkt vor dir. Also diesen Flammenbooster, den kann man eigentlich ganz gut ab. Was hab ich dir denn getan, du Penner? Ich bin hier nicht der Bösewicht, der dich zähmen will. Ich hab meinen Sattel mitgenommen, lol. Okay. Ja, aber ich habe Sorge, weil er ja auf mich schießt, dass er dann mir hinterher fliegt. Ich könnte jetzt abhauen, aber es könnte ihn aufregen und dann geht er vielleicht weg. Aber es war eine sehr gute Idee von dir, mit dem Wesen dahin zu fliegen. Das hat astrein funktioniert. Pass hin. Namen. Ja. War schnell. So, und jetzt musst du ihn noch auf Folgen stellen in deinem Dingsmenü, wenn du keinen Sattel dabei hast. Genau. Mach mal das X noch rein. Sonst greift der Sachen an. Also. Ich kann dir anbieten, du kommst jetzt mit dem Besen mit oder ich hol dir einfach so eben einen Sattel. Ja, hol mir den Sattel. Ja. Er hat mich jetzt eh hinter dich gesetzt. Er setzt sich nämlich eigentlich immer schön dazu. Soll ich dir auch ein paar Schriftrollen mitbringen? Ja. Direkt, weil du so sei ja nur eine Stunde gezähmt. Zum Henker ist denn jetzt schon wieder dieser Riese? Doch gar nicht. Er sollte hier stehen und die Hütte bewachen. Und stattdessen läuft er mir hinterher. Naja, wir können ja schon mal in die Richtung kommen. Da, wo ich hin bin. Das ist ein Einhorn. Oh mein Gott, wie geil. Nein. Groß für mich. Ja, die Problematik hatte ich ja auch. Also einen Sattel.
Batzen Schriftrollen. Ich glaube, du brauchst nicht kommen. Vielleicht da. Ja, aber dann können wir doch direkt mal wohin fliegen oder nicht mal die Karte dann ein bisschen erkunden. Ja. Gleich da ist gut, ey. Noch 350 Meter entfernt. Ja. Welches Level hat dein Drache? Keine Ahnung. Level 26, ist doch nice. Wer bist du? Hier steht ein Blut. Ich glaube, hinter mir steht noch jemand. Ich glaube, hinter mir steht noch einer, oder? Nein. Der hinter dir. Ernsthaft noch 3 Leben? Und beißen macht kein Damage. So, ich habe. Wie droppt man denn da? Drop 10 Schriftrollen und einen Sattel für dich. Na toll. Was? Warte mal. Muss mal eben was hier reinpacken. Ich bin etwas überladen. Jetzt heb erstmal den Sattel auf, bevor er despawnt. Runde mache ich sofort. Hier ist ja leider kein Spoil-Timer dran. Sieht aber auch edel aus, als ob er so einen Steinpanzer anhätte. Den sieht man ja auch aus. Huch. Was? Oh, ein Teddy. Da gehe ich doch mal lieber weg. So, wo wollen wir denn mal hin? Wollen wir mal da oben auf diesen Berg mit der Statue? Also du musst aber nicht glauben, dass man mit dem Drachen irgendwie unbesiegbar wäre oder so, ne? Wie kann ich denn fliegen? Mit F. Da habe ich gestern auch erstmal eine halbe Stunde gebraucht und habe schon das halbe Leben des Drachen runtergezogen, weil ich vom Berg runtergesprungen bin und er einfach nicht geflogen ist. Hat der irgendwie Stamina? Nö, ich habe bisher noch keine gefunden. Der hat nur Mana und Leben da oben. Okay. Muss halt, wenn du die ganze Zeit irgendwie Feuerattacke oder sowas machst, auch ein bisschen aufs Mana gucken. Und vor allem auf die Gesundheit. Ne? Meiner hat ja nur Level 21 jetzt zum Beispiel. Entschuldigung. Und das Leben geht schon ziemlich schnell runter. Das Herbelarm. Ja, das geht auch nicht anders. Kann man auch nicht beschleunigen. Aber du bist doch auch voll schnell. Achso, ja, ich drück Shift. Sprinten. Aber wenn man sich das so anguckt, sieht das während des Fluges an sich herbe langsam aus. Aber du kannst ja hier die ganze Zeit ohne irgendwelche Stamina-Einbußen sprinten. Auch als Mensch nur, also auch zu alt. Wo wollten wir hin? Na, zu diesem Berg mit diesem riesengroßen Fels. Riesenfigur, Mensch. Ich meine, die wäre hier gewesen. Nein, wo bist du denn? Da.
Da oben siehst du doch die Spitze von dem Speer. Ja. Da unten ist ein Feuer. Oder sowas. Kann man sich ja mal anschauen. Was? Was wie so ein Totem oder so. Aber oh. Da stehen doch irgendwelche Viecher. Ja, das sind diese Imp-Dinger. Irgendwas passiert, ob man die grillen kann oder so. Ist da irgendwie ein Trick mit dieser Feuerattacke? Du musst warten, bis der Cooldown runter ist. Jetzt also quasi. Haben die Flügel zur Deko oder können die damit auch fliegen? Man sieht halt nicht den Damage. Du musst auf das Leben deines Drachen achten, ne? Das ist gleich schon halb runter. Das geht übelst schnell. Sollen wir lieber weggehen? Ich fasse das als ein Ja auf. Wohin gehst du? Hier weg? Ja, wir wollten doch auf den Berg hier oben. Ich bin doch auf dem Weg dahin. Nein, du fließt in die genau entgegengesetzte Richtung. Gut, also da stand so eine fette Schatzkiste, die hätte mich grundsätzlich interessiert, aber nicht, wenn wir dafür das Leben unserer Drachen riskieren müssten. So nötig haben wir es dann auch nicht. Ah, hier ist noch so ein Schnellreiseturm. Können wir mal eben oben drin landen. Schnellreise aktivieren. Mit F landest du dann übrigens auch wieder. Oh, hast schon aktiviert. Dann gehen wir, genau. Nordlichter. Oh, da oben ist wieder so ein dicker Drache. Über uns. Dem gehen wir vielleicht einfach mal ein bisschen aus dem Weg. Da ist ein dicker Drache am Boden sogar. Das erinnert mich so ein bisschen an so einen bestimmten Käfer. Bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat mich gesehen, aber... Ja, da rennt. Nein, hat mich an den roten Stirn aus dem letzten Einhorn. Ja, und mich irgendwie an so einen Hirschkäfer. Berg ist weiter weg, als es ausgesehen hat. Aber Gott sei Dank haben wir hier Stamina ohne Ende. Hier tut man auch nicht. Gut. Hungrig wird man auch nie, trinken muss man auch nicht. Hat schon ein bisschen Vorteile mit manchen Spielen gegenüber. Aber...
Was dann noch so richtig surviven ist, ist dann natürlich die andere Frage, ne? Muss man ja immer auch von der Seite betrachten. Aber man darf auch nie vergessen, dass es hier, dass es sich um Early Access handelt. Und dass solche... Wie fliegst du denn hin, ey? Ja, auf diesen Berg fliege ich zu. Du wirst mir ganz anders angezeigt. Du bist doch genau über mir. Weiß nicht. 250 Meter weiter oben. Aber ich wollte mir hier ja auch ein bisschen die Landschaft anschauen und so. Auch wenn es gerade Nacht ist. Das tut ja erstmal nichts zur Sache. Das Gefühl, als würde man gar nicht vorwärts kommen, wenn man nach oben fliegt. Ich finde, das ist auch, wenn man vorwärts fliegt. Das kommt darauf an, wo du hinguckst. Wenn du vorwärts fliegst und auf den Boden guckst, dann geht es schon relativ flott. Ich glaube, hier ist die Map zu Ende. Ach, deswegen. Was sagt denn, warum ich hier nicht weiterkomme und die ganze Zeit dann auf einer und derselben Stelle rumfliege? Wahrscheinlich bin ich auch die ganze Zeit. Also man kann hier oben so ein bisschen auf dem Schnee. Nee, ich nicht. Ja, ganz woanders. Nur bis zu einem gewissen Stück. Ja. Aber hier geht's dann nicht weiter. Schauen wir mal auf die Map. Ja, es scheint hier wohl tatsächlich der oberste Maprand zu sein. Hm. Aber man muss dazu sagen, also dieser Berg da hat schon erheblich näher ausgesehen von unserer Base aus. Hier unten ist schon ein Stückchen, muss man sagen. Ja, ich denke, wir können die Karte mal so ein bisschen aufdecken einfach, ne? Ja. Natural Healing Pool. Interessant. Das Pendant zum Natural Poison Pool, oder wie sich das schimpft, Acid Pool. Acid and Base. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir logischerweise mal so da lang. Okay, wir sind 4,5 Kilometer von unserer Base entfernt. Wo du hinfliegst. Bis über mir. 180 Meter. Was machst du denn immer so weit da oben? Finde ich cool da oben. Ja, aber da siehst du nicht so viel von der Welt. So, ich denke, Karte aufdecken ist allgemein vielleicht auch ein bisschen uninteressant. Deswegen würde ich jetzt hier, also die Aufnahme ist sowieso am Ende angekommen mittlerweile. Aber dann würde ich sagen, wir decken hier im Offscreen jetzt erstmal so ein bisschen weiter auf. Und sollten wir irgendwie was Interessantes finden oder auf was Besonderes stoßen, machen wir die Aufnahme natürlich wieder an.
Aber bis dahin heißt es erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.